Was sind eure Vorsätze für das Jahr 2014? Wir haben uns vorgenommen, ein wenig schwachsinniger zu sein und euer Leben zu verschönern. Also mehr Peniswitze. Oh Gott. Willkommen zu Unglückszahl Nummer 13 und erstaunlicherweise ist es unser Einjahresjubiläum. Ungefähr, also ich glaube so am 27. Januar haben wir angefangen, heute ist der 29. wenn mich nicht alles täuscht. Wie dem auch sei... Ist doch scheißegal. Wie dem auch sei, es ist natürlich ein WLD geworden, denn wir haben irgendwie überhaupt total verplant, dass wir schon ein Jahr auf YouTube sind und deswegen ist uns nichts Besseres eingefallen. Stellt Fragen! Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr tot zu sein. Stellt Fragen, schreibt sie in die Kommentare, habt ihr beim letzten Mal sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gemacht. Übrigens, Kartoffel-Fragezeichen ist keine Frage. Es ist eine Frage. Stirbkartoffel ist eine Frage. Nein, das ist auch nicht. Das ist echt keine Frage. Kartoffel ist das ein Befehl. Antwort. ist eine Frage. Erste Frage. Eine Thermoskanne hält dein Getränk im Winter warm und im Sommer kalt. Aber woher weiß die Thermoskanne, wann Winter oder Sommer ist? Das kann man natürlich... Weiß die Glühbirne, ob sie an ist oder aus? Danke, was war dieser Bericht hier? Ja, also, das war grammatikalisch auch nicht ganz richtig. Ist auch egal. Es könnte natürlich mit den Illuminaten zusammenhängen. Es könnte aber auch sein, dass die Thermoskanne ein Mitglied der NSA ist. Da müssen wir noch weitere Nachforschungen anstellen. Allerdings steht uns da ein bisschen noch Obama im Weg. Ja, komm, wir gehen den mal. Bro Obama, leider. Los! Bro Obama, yay! Hast du die Thermoskanne gehackt? Das einzige Problem ist, in Deutschland darf man leider keine Schwarzen schlagen. Ja, okay, es ist eigentlich auch gerechtfertigt, man sollte ja keine Leute schlagen, wie ich auf dieses Thema komme. Frage mich auch selber. Du kannst aber Schlagsahne schlagen. Das geht, ja. Mögliche Schlagsahne. Ja, also Thermoskanne kann man natürlich auch Sahne reinfüllen. Es heißt doch immer, Schwarze sind Schokolade, sind dann weiße Schlagsahne. Heißt das dann, dass du weiße schlagen darfst? Nein, es gibt ja auch weiße Schokolade. Sonst wäre es rassistisch. Das also noch andere könnte sein, dass nach der Relativitätstheorie der Längenkontraktion es natürlich sein kann, dass sich im Sommer die Thermoskanne durch ihre Beschleunigung etwas verkürzt und dadurch dann ganz genau weiß, ob sie das Getränk kühlen oder erhitzen soll. Aber auf jeden Fall hatte ich noch eine andere Theorie und zwar haben die Hersteller einen Chip eingebaut in diese Thermoskanne und zwar sollte in der Umgebung etwas sehr kalt sein, glauben sie, dass es ein Schutzmechanismus ist, sich zu erwärmen und dann können sie alle Menschen, die kalt sind oder so, hochhitzen, ja. Ach, die Marshmallow-Theorie, ja, die ist natürlich auch ganz gut, die kann uns der eingeborene Marshmallow erklären. Unsere Thermoskanne weiß genau, was unser Marshmallow eigentlich braucht. Die haben einen... Schau, manchmal ist es ja so, Wasser, kaltes Wasser, das Gesicht macht einen wach, manchmal ist es Kaffee macht einen wach. Und genau das, die wissen über unseren guten Marshmallow, ob der jetzt gerade Kaffee braucht oder was Kaltes. Und deswegen stellen sie entweder auf kalt oder warm. Die Frage kommt, was ist ein Marshmallow? Eine Kreuzung aus Moritz und Marshmallow. Also ganz klar finde ich, dass die Theorie, dass man Schlagsahne da reinfüllen kann, ziemlich wahr ist. Das mag zwar sein, aber das erklärt nicht, warum die Thermoskanne von Sommer ist. Ja, also ich glaube, sie ist einfach ein Lebewesen und sie merkt den Jahresrhythmus. Deswegen weiß die, wann Sommer und wann Winter ist. Ich hätte eine Theorie und zwar ist es... auch, wenn man relativ Tiefkühlfrucht ist. Dann wird sie wahrscheinlich ein bisschen gestört sein und sterben, weil es zu kalt ist. Also es ist ja eigentlich schon Fakt, dass die Pyramiden nicht von Ägyptern gebaut wurden, sondern von Aliens. Auf jeden Fall haben die uns die Thermoskanne dagelassen, um uns zu warnen sozusagen oder uns vorab Bescheid zu geben, wenn sie wiederkommen, dass wir Vorbereitungen treffen können auf ihre glorreiche Zurückkommerei. Wenn sie warm ist, sind sie nahe und ihr seid am Ende und das ist jetzt die nächste Frage. Zeigt ihr eigentlich alles an Outtakes oder immer nur das Geringste? Unsere Drehs laufen ganz einfach ab. Nun, wie sehen wir uns? Schnauze. Wenn wir alles an Outtakes zeigen würden, dann würde das Video heute nicht mehr fertig werden. Dann wären die Outtakes länger als das Video selber. Dann wären die Outtakes länger als das Video selber, denn wie schon in dem Kommentar suggeriert wurde, lachen wir uns bei jedem kleinen Scheißdreck kaputt und kriegen uns nicht mehr ein. Deswegen ist zwischen unseren einzelnen Takes, die immer in einem Lachflash enden, was ich auch nicht weiß, warum. Penis. Ja, deswegen ist auch der Grund, warum wir immer... Das ist nicht kaputt, es geht weiter. Ja, genau. Immer 10 Stunden Drehzeit brauchen. 12.
zweieinhalb normalerweise mindestens für einen. Plus minus zwei Jahre? Zweieinhalb. Ja, genau. Eigentlich kürzer, zwei Stunden maximal. Ein komplizierter. Movies to catch ist eigentlich auch nur zwei Stunden. Und kommt da drauf an, die haben ja vier schon die Kampfszenen. Also, wenn ich jetzt mal spoilern darf, die nächste Movies to catch Folge, da haben wir auf jeden Fall mehr Drehzeit in Anspruch genommen. Massiv. Massivst. Und ist aber echt geil geworden, freut euch. Ja. Basht mal die Kommentare mit, nee, ich will einen Outtake, Slumschnitt kaputt. Das ist ganz einfach zu erklären, ein Take. 20 Minuten Pause. Nee, halbe Stunde Dauerschleife. das gleiche ist dann bei Take 2 und bei Take 20 geht's dann richtig. Also wenn ich mir recht überlege, dann wundere ich mich tatsächlich, wie wir es jedes Mal zustande bringen, akzeptables Video zu ganz ehrlich, was ist denn das eigentlich? Da geht nichts vorwärts. Ich kann mich noch erinnern, bei Freaktastic 4, bei der ersten Staffel bei Kloblauch, da war es tatsächlich so, dann haben wir erst die Szenen auf der Couch gemacht, wo Domi und ich saßen, und danach noch die Szenen, wo wir dann zu dritt am Esstisch saßen, und dazu haben wir eine Pizza gebraucht. Das heißt, Moritz hat eine Tiefkühlpizza in den Ofen getan, und dann wollten wir eigentlich die Szenen auf der Couch fertig drehen, bis halt diese Pizza fertig ist. Wir haben, glaube ich, wir haben gar keine, wir haben nicht einen brauchbaren Take zustande gebracht, bis diese Pizza fertig war. Und dann haben wir uns umentschieden und haben gesagt, wir machen doch das andere zuerst. Aber mittlerweile ist es echt besser geworden. Mittlerweile muss ich sagen, wir brauchen 30 Minuten länger. Ja. Also abschließend lässt sich sagen, war ich das jetzt? Ich glaube, das war dein Handy. Es hat geblubbt. Ich hoffe, deine Frage wurde umfassend beantwortet, und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten. Nein, Rush Hour! Yay! Yeah! Rush Hour! Wollt ihr mal YouTube-Partner werden? Auf jeden! Wobei, YouTube zu heiraten wird doch irgendwie. Stirb, Kartoffel! Heute nicht. Mögt ihr mich? Also ja, du bist schon ein netter Kerl und Ballhammer und hübsch und so. Also ich weiß ja nicht, ob du ein Kerl bist oder nicht. Nein! Ich bin ein großer Fan von euch, weil. Geht das schon wieder los? Rot, grün, ich weiß, gelb, blau, Fußgängerampel! Okay, Fragen. Frage. Ich bin fasziniert von der Qualität deiner Argumentationsweise. Auf welchen Schulzweig gingt ihr? Auf Schimpansium, wie unsere alte Biolehrerin zu sagen pflegte. Was habt ihr lieber, Playsy oder Xbox? Der Konsolenkrieg ist eröffnet. Playsy. Xbox. Leute, was macht ihr eigentlich, wenn ihr ein Dislike bekommt? Was? Die 13. Folge ist ohne ein großes Unglück vorbeigezogen. Bam! Jetzt nicht. Ich muss doch eine rote Rose sagen. Und wir wollten uns nochmal bedanken, dass ihr uns ein Jahr die Treue gehalten habt, wenn ihr uns ein Jahr die Treue gehalten habt. Und sie haben unseren Kanal geheiratet. Ja, sie haben uns geheiratet, unseren Kanal. Halleluja. Gebt dem Video einen Like, wenn ihr ein Jahr, wobei gebt sowieso ein Like, aber wenn ihr ein Jahr, nein, nicht, bitte nicht, bitte nicht. Die 13. Folge ist bis jetzt so gut gelaufen. Und gebt denen einen Dislike und abonniert den Kanal, wenn ihr ein weiteres Jahr mit uns verbringen wollt und teilt es und favorisiert es und jetzt ja, wir das sind jetzt auch keine Fame geworden. Okay. Was? Was? Fertig. Ciao. Also, ciao. Tschüss. Ciao. Ah.